Hallo ihr Lieben, hier ist Renate und gerade der Sammy. Ich weiß gar nicht, ob ihr den sehen könnt jetzt. Soll ich ihm was rüberschieben? Kannst du machen. Damit man ihn sieht. So. Also er sitzt jetzt in der Brand News Kiste, weil wir die eben ausgepackt und gefilmt haben, die XXL Box. Und jetzt schlucht er aber. Aber er ist noch nicht ganz versöhnt. Er war etwas sauer, weil er nicht einfach auf den Lebensmitteln liegen bleiben durfte. Man hat ihn hochgehoben, also ich nicht, ich traue mich nicht, der reicht mich ja auf Streifen. Aber der Herr des Hauses hat anscheinend dickere Haut als ich und hat es gewagt, ihn da rauszuholen. Dann haben wir die Lebensmittel schnell rausgenommen und ihn wieder reingesetzt. Ja. Sammy, guckst du jetzt in eine andere Richtung? Du bist ja ein Typ. Also, wir möchten eine Verlosung machen. Warum? Ja, mir war danach. Weil wir es können. Mir war. Und zwar das hier. Die gab es mal bei der Goodie Box. Bei der Goodie Box, bei der Glossy Box. Wie man sieht, steht auch Glossy Box drauf. Ist so veganes Leder. Also EU-Leder, falsches Leder. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und da ist natürlich auch was drin. Aber ihr wisst es vielleicht, bevor es was zu verlosen gibt, müsst ihr meine Karten angucken, meine neuesten Werke. Ne, Sammy? Dann zeige ich euch auch gleich, was da drin ist. Also, ich habe wieder gebastelt, war wieder fleißig. Und zwar habe ich einmal diese Karte. Geht das so? Ja. Mit so einem Oldtimer und da steht drauf, Focus on the journey, not the destination. Also, fokussiere dich auf die Reise, nicht auf das Endziel. Und das finde ich also sehr schön passend dazu, zu dem Oldtimer. Ja, und dann habe ich noch ein paar Glitzersteinchen drauf gemacht und fertig ist die Karte. Ja, und diesen Spruch hier zum Beispiel ist aus einem Stempelset von Shein. Bei Shein gibt es ganz tolle Stempelsets, nur für die Bastler mal gesagt. Und dann habe ich da auch, na das habe ich jetzt schon länger, kann man das da fokussieren, Handmade with Love. Meistens habe ich das so drauf geschrieben, aber so ist ja viel hübscher. Ein bisschen nach rechts. Wo ist rechts? Dein. Das andere links. Rechts. Und dann habe ich jetzt neu diese kleinen Katzen in Tassen. Katzen in Tassen, da steht Thank you drauf. Und das fand ich so süß. Eine ganze Rolle verschiedene Katzen in Tassen. Ganz süß. Ja, das kommt jetzt also auf jede meiner Karten drauf. Haben wir es jetzt? Gut, nächste Karte. Da habe ich, ach ja, das ist der wunderbare Stempel von Craft Buddy mit der Pfauenfeder. Und den habe ich jetzt mal auf, nicht Spiegel, Satinkarton draufgeklebt. Übrigens, wenn man sowas Großes hat, man kann dann das, diese Matte, was da drunter ist, ausschneiden wiederum. Man kann das unter das, was da drin ist, ja dann wieder separat verwenden. So, ich habe dann lauter Glitzersteinchen in den entsprechenden Farben auch drauf gemacht. Und aus dem Action, aus dem Action-Set war hier diese Bordüre, die passte farblich so gut. Und was ich diesmal gemacht habe, nach langer Zeit mal wieder, das passt so gut zu Stempelkarten, finde ich, ich habe hier den Rand so ein bisschen eingefärbt. Das geht auch ganz, ganz einfach, aber das bricht das Harte irgendwie auf. Man nimmt entweder so ein kleines Stempelkissen, so Memento oder sowas, das darf aber nicht zu kräftig noch sein in der Farbe, oder so einen kleinen Schwammpinsel, tunkt den, oder einen dickeren Pinsel, tunkt den in die Stempelfarbe und wischt dann von außen nach innen, so einfach von außen nach innen. Und dann entsteht da so ein zarter Rand, ja. Wir basteln mit Renate oder so. Also ich bin wirklich keine großartige Bastlerin. Ich bastel einfach gerne. Und ich freue mich, wenn andere Leute auch anfangen. Wie meine Schwägerin. Siehst du, du kriegst die Schwägerin, du kriegst jetzt auch noch hier Tipps. Und dann habe ich hier diese Stempelchen, die habe ich auch bei Shein gekauft. Also dieser Regenbogen und die Herzchen, die runterregnen. Und diese kleinen Ballerina-Pinguine. Ich fand die so entzückend. Und dann sind da verschiedene Sprüche dabei und dann eben auch dieser Dance like no one's watching. Also tanze, als ob keiner zusieht.
Das ist so süß, ne? Und die tanzen dann hier rum, eines im Scheinwerferlicht. Und dann, es regnet Herzchen und Glitzersteinchen. Ja, ist ein bisschen kitschig, ich weiß, aber süß. Ne? Und natürlich hinten drauf, anderes Kätzchen von der Rolle mit Thank You. Jedes Kätzchen, nein, nicht jedes Kätzchen. Ich glaube, es sind 6 verschiedene Kätzchen, aber die sind so durcheinander da drauf und ganz süß. Mag sowas. Mag sowas. Und dann habe ich diese Karte hier. Ich meine, die hatte ich auch, diese kleinen, was sind das hier, Bären oder was sind das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sehr putzige kleine Tierchen. Ich meine, die hatte ich auch von Sheen, aber da bin ich nicht mehr sicher, weil ich die schon seit längerem habe. Und die Vögelchen und die Luftballons, die habe ich auch so, ja, so ein Klarzeugs drüber, so eine Art Klarlack drüber gemacht, dass die so ein bisschen scheinen. Das Papier ist auf jeden Fall von Sheen in der Hintergrund. Und die Schleife ist aus dem Bestand. Die war bestimmt mal aus einer Glossy Box oder so. Ja. Ich weiß nicht, was das für Tierchen sind, aber die sind so süß. Und da steht, start each day like it's your birthday. Fang jeden Tag so an, als wäre es dein Geburtstag. Und das sind so ermunternde Sprüche, finde ich. Ich mag das. Ja. Und da hinten ist eine Katze drauf, die in der Tasse sitzt. Die hat es doch schon gezeigt. Habe ich die schon? Nee, das ist eine andere. Das ist wirklich eine andere. Guck. Anders. Siehst du? Die sind echt unterschiedlich. Ja. Ja, du bist begeistert. Natürlich, mit Recht. Und dann habe ich You look beautiful today. Ich denke, das hört doch jede Frau gerne, ne? Oder liest. Und wer die dann bekommt, der kann dann jeden Tag sich freuen, wenn er das sieht. Jeden Tag. Und diese Stempel hier, der Flamingo, das Erdmännchen, das Lama und die Giraffe, sind auch ein Stempelset von Shein. Da waren noch mehr Tiere drauf. Und ich finde die einfach zu süß. Wirklich, die gucken alle um die Ecke. Leider guckt von links nur der Flamingo. Alle anderen Tiere gucken von der Seite. Nur das Erdmännchen, das steht rum. Die ist so süß. Und ich habe die dann eben bemalt, ne? Koloriert. Ja, you look beautiful today. Kätzchen. Ich glaube, die ganze Rolle hat 2,50 gekostet. Ich glaube, da sind 200 Kätzchenaufkleber drin. Hm. Ja, ich mache jetzt schneller. Das Kätzchen hatten wir auch schon. Da sind auch 2 von den Tieren. Das ist also eine Ausstanzung hier. Die Stanzform ist, glaube ich, von Tonic Studios. Ja, ich bin ziemlich sicher. Ja, und dann habe ich eben Lama und Flamingo unterstellt. Oh, hello. Ja. Und die letzte, ihr habt es geschafft. Das ist ein winkendes Kätzchen in der Tasse. Und auch da habe ich gestempelt. Ihr seht schon, ich bin im Moment im Stempelwahn. Da habe ich nämlich dann auch hier das Lama, 2 Lamas. Und da steht, was steht denn da? Enjoy life, be happy. Genieße das Leben, sei glücklich. Und dann natürlich hier die Wimpelchen. Ach so, das Papier und die Wimpel alle. Und auch hier dieser Kaktustopf. Die sind auch von Action. Jetzt habt ihr das geschafft. Das waren die 9 Karten von mir. Jetzt muss ich noch für eine ganz, ganz, weil meine allerliebste Freundin eine Karte machen für eine Geburt eines Jungen, der bald kommt. Ich wusste damals gar nicht, was ich kriegen würde. Angeblich empfiehlt eine Mutter das. Deshalb wusste ich, es wird ein Mädchen, aber es ist ein Junge. Ja, und es soll modern und geradlinig sein. Ich habe noch nie eine moderne, geradlinige Baby-Jungen-Karte gemacht. Aber ich werde es irgendwie schaffen. Ich weiß nur noch nicht wie. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Das Köfferchen gehört natürlich mit dazu. Ich habe das alles schön verwahrt, weil wir, also natürlich habe ich mehrere Schminktaschen. Kulturbeutel hieß es früher, simpel und einfach. Aber es kommen ja immer wieder neue und ich brauche die gar nicht, denn wir fahren nie weg.
Und sollte mal eins von uns ins Krankenhaus müssen, für den Fall haben wir was, ne, Sammy? Hm, Sammy, hast du bald geputzt? Willst du gucken, was da drin ist? Also ich finde es sehr schön, was da drin ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich... Man kann den Deckel schön öffnen, ist echt süß. So, hier kommt also das erste, eine Kamillenmaske von Action. Natürlich. Noch eine Maske, und zwar ist das Orange, oder was? Pfirsich, ne? Pfirsich. Ja, es heißt Peach, also wird es so Pfirsich. Steht groß drauf, Peach. Und ich sage Orange. Also eine Pfirsichmaske. Dann eine Palette von LOV oder Love. Deep Metallic Highlighting Palette. Ganz, ganz schön. Ich muss jetzt irgendwas haben, um das anzudecken. Die Maske. Die Maske. Gute Idee. Die Maske. So, und zwar heißen die Metal Glam, Rosy Radiance und Prismagic. So. So heißen die Farben. Sind die schön? Wir sind wunderschön. The Glorious heißt das. Also nicht Glorious, sondern Glorious. Weil Glow. Wegen Glow. Fertig? Gut. Da ist also ein Spiegel drin. Dann haben wir von eCooking. Also, dieses Klebe hier sieht angerissen aus, aber ich war es nicht. Das ist schon so gekommen. Ich habe es nicht aufgehabt. Von eCooking eine Clay Mask. Lehmmaske. Ja. In Grün. Dann ein Lippenstift von, also ein Plumping Gel Lipstick von Catrice in der Farbe 080. Tada! So ein irres Orangerot. Und da ist auch eingraviert Be Orange. Nee, Be Brave steht da. Be Brave. Sei tapfer. Sei mutig. Ja, man muss schon ein bisschen mutig sein. Ich bin so mutig. Aber ich habe so viele Farben. Auch diese. Es wird sich jemand drüber freuen, denke ich. Und eine Kette. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aufgeht. Muss man das einreißen? Ja, wie die Hunde Dinger. Einreißen. Wie die Hunde. Die haben auch welche bestellt. Und ich finde die so süß. Also, es ist so ein Lederbändchen. Also, nee, ist kein Leder, ist irgendwas Geflochtenes. So, mit verstellbarem Kettchen hier. Und jetzt kommt es nämlich. Das Allersüßeste ist hier wie so ein Weltall. Kann man das sehen? So eine richtig tolle Kugel. Und es sieht aus wie Weltall. So lila-blau mit Sternen. Und auf jedes, auf beiden Seiten. Ist also egal, wie man diese Kugel trägt. Man hat das Weltall dabei. Also man kann sich da richtig reinträumen, finde ich. Ist das nicht schön? So schön. Und ich gebe dich weg. Ich hoffe, jemand freut sich darüber. So. Und noch ein Teil. Und das ist auch von Shein. Haben wir nämlich nochmal nachgekauft. Und zwar ist das diese süße Pfötchenbürste. Passend zum Glow, zum Highlighter. Ich pack's mal aus. Und ja, sehen, worum es geht. Ne? Eine kleine Bürste mit Pfötchen. Okay, fangen wir oben an, nicht unten. Unten ist nämlich zugeklebt. Und da ist wirklich wie ein Pfötchen. So, muss man sehen, ob man das jetzt gut erkennen kann. So ein bisschen hin. Wie so ein Pfötchen. Kann man das sehen? Keine Ahnung. Ach so, aber ich kann es sehen, ehrlich. Es ist wie so ein Pfötchen. Katzenpfötchen. So, jetzt ist ein Pfötchen. Ich stecke es wieder rein und mache es wieder zu. Und hier kann man es ja auch auf der Packung sehen. Das ist also Color Bloom Liquid Blush Brush. Kann man also für Flüssigblush auch verwenden oder eben für Highlighter oder was immer ihr wollt. Zum Hinlegen, zum Angucken, zum Fühlen, um Kätzchen zu streicheln, was auch immer ihr möchtet. Wenn ihr ein Kätzchen habt, wenn nicht, streichelt euren Mann oder Freundin oder euch selber, egal. Auf jeden Fall ist die so süß. Ja, das war alles, ne? Ja, das war alles. Also, einer von euch kann das gewinnen. Einfach so. Ich hoffe, jemand hat Spaß dran.
so, was ich noch sagen wollte, muss ich auch mal sagen. Also wir freuen uns, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und wir freuen uns, wenn ihr unseren kleinen Gemischtwaren-Kanal abonniert. Das kostet gar nichts, ist nur ein Klick. Und damit ihr nichts verpasst, die Glocke aktivieren. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich überhaupt das mit der Glocke erkannt habe. Also man sollte die Glocke anklicken, dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video von uns hochkommt. Und wir verlosen immer ganz viel. Ne? Ja. Ja, tun wir. Und übrigens fahren wir in den nächsten Tagen nochmal zu Action, nur so informationshalber. Und ihr wisst, was dann passiert, ne? Ich habe nämlich gesagt, oh ja, dann gucken wir mal, ob es ein neues, schönes zum Basteln gibt. Und was sagte mein weltbester Ehemann? Was habe ich gesagt? Was hast du gesagt? Und bei Beauty gucken wir, ob es was Schönes gibt. Genau. So ist er. Dann denkt immer an euch und auch an mich. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja, du bist auch mein bester. Mein weltbester Ehemann. Du hast ja nur einen. Ich hatte aber schon einen anderen. Deshalb mein Weltbeste. Jawohl. Ach ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ihr meine Karten angucken musstet, aber irgendwie muss ich dir zeigen. Nein, irgendjemand wird jetzt sicherlich die ein oder andere sehen, denn ich stecke immer, wenn ich die Verlosungssachen verschicke, stecke ich immer eine selbstgebastelte Karte rein. Ja, und hoffe, dass derjenige sich drüber freut. Auf jeden Fall kriegt er sie, ob er will oder nicht, so ist das. Ich habe ja früher... Mich fragte neulich jemand, was machst du denn mit den Karten, die du bastelst? Ja, meine Schwester hat immer 2-3 Kisten mitgenommen, also immer im Schützenverein und dann ist er ständig bei anderen Schützenvereinen Schützenfest. Und ja, die Frauen, die sitzen dann immer so dumm rum und erzählen und dann hat sie irgendwann gesagt, vor Jahren, hast du eine Kiste für mich mit Karten, dann nehme ich die mit, dann freuen sich die Frauen. Und nachher waren es dann 2 oder 3 Kisten, die sie jedes Mal mitnahmen. Und immer haben die Frauen dann was davon genommen. Und ich habe nur so den Materialpreis genommen. Also praktisch das Material. Ich will ja gar nichts daran verdienen. Und dann kam Corona, keine Schützenfeste mehr. Aber trotzdem kamen einige Leute immer zu ihr und sagten, hast du was für diesen Zweck und für Hochzeit und für Taufe und für Geburtstag und sowas? Und sie hatte ja die Kisten da. Ja, und dann ist sie gestorben am 27.12. Und ich habe meine Kisten geholt und ich mag dann noch gar nicht reingucken. Das ist irgendwie, naja, ist eine andere Sache. Jedenfalls ist diese Quelle versiegt, dass ich die da rausgeben kann. Und deshalb freue ich mich, dass ich wenigstens euch immer so Karten geben kann. Ja, so ist das. Ihr Lieben, jetzt mache ich ganz spontan ein Herz und hoffe, ich kriege das direkt. Ja, da, mit blauen Fingernägeln, heute Jeansblau, passend zum Dings da, für euch. Dankeschön, dass ihr so lieb und treu seid und alles Gute für euch. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.